Vater bringt den Menschen so viel Freude, Branko. Er spielt überall in den großen Städten. Stell dir vor, die Frauen tragen dort alle prächtige Kleider und die Herren feine Anzüge. Ich möchte auch Geige spielen. Das wirst du, mein Schatz, das wirst du. Und eines Tages kommt dein Vater zurück und bringt es dir bei. Nein, 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 Junge, hier wird nicht gebettelt. Sieh zu, dass du weiterkommst. Und du sieh zu, dass du endlich die Bande der Roten Zora verhaftet hast. Wozu habe ich dich eigentlich zum Bürgermeister gemacht? Also, Iveković, du kümmerst dich darum, dass die Stadt einen kleinen Teil meines Fischgroßhandels kauft. Und danach machst du ein schönes Gesetz, wonach alle Fischer ihren Fisch nur noch über uns verkaufen dürfen. Thank you.
Platz nicht so romantisch. Gorian, wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst dich mit deinem Fischmüll nicht an meinen Stand stellen? Wird Ihnen dieser Boden jetzt auch schon, Karaman? Ich stehe hier wie immer. Sei vorsichtig, Alter. Treib's nicht zu weit. 10 von diesen, bitte. Ja. Was macht das? Ein Hinar. Hallo, schöne Frau. Für das Geld bekommen Sie bei mir 20 Stück. Wirklich? Und einen Seebarsch obendrauf. Bitte schön. Jetzt nimm ihn schon. Na los, haben Sie mich hier. Vielleicht komisch. Halt! So, hab ich dich, du Dieb. Ich bin kein Dieb. Fisch gestohlen. Aber der lag auf dem Boden. Lass es nur noch den kleinen Fisch. War ja auch wohl meiner. Halt du dich da raus. Polizei! Polizei! Auf dem Weg. Keiner verlässt den Tatort. Alles hört auf mein Kommando. Was ist geschehen? Diebstahl. Hier! Du bist verhaftet, du Verbrecher. Aber den Fisch wollte keiner mehr. Er lag im Dreck. Unwichtig. Er gehört dir nicht und du hast ihn genommen. Ich habe ihm den Fisch geschenkt. Wie kannst du es wagen zu lügen, Alter? Ich sage nur, ich habe ihm den Fisch geschenkt. So wie ich das sehe, befinden wir uns hier in einer Art Zwickmühle. Hier steht Aussage gegen Aussage. Iveković, du willst deinen Posten doch noch eine Weile behalten, nicht wahr? Wahrscheinlich gehörst du auch zur Bande dieser roten Zora. Was? Nein, ich kenne keine Zora. Gut, ich nehme euch beide erstmal mit zum Verhör. Aus dem Weg! Heulst du etwa? Was willst du von mir? Na, was wohl? Überleg mal. Komm. Na los, ich hab nicht ewig Zeit. Komm. Oh.
Los, komm! Bleibt stehen, ihr Mistkerle! Ich bin kein Kerl. Die rote Zora. Los, Dickerchen, steh auf! Jetzt spielen wir Fang! Alarm! Gibst du immer so schnell auf? Halt dich an mir fest. Los, komm. Schaust du mich so an? Tu ich gar nicht. Warum hast du mich eigentlich gerettet? Weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Man weiß doch, warum man etwas tut. Tu einfach immer nur, was ich muss. Also ich denke erst mal nach, bevor ich was mache. Dann denk weiter. Aber denk leise, ich bin müde. Befreiungsaktionen sind anstrengend. Hey, Zora! Ich bin das Hunde aufgegabelt. Und wo wart ihr die ganze Zeit? Ich hätte euch gebrauchen können. Das ist Nico, Juro und Pavle. Und das ist Branko Babic. Ich habe ihn aus dem Gefängnis befreit. Hey. Hallo. Wo sind denn deine Eltern? Mein Vater kommt bald und holt mich. Er ist Geiger. Ach so? Wenn du willst, kannst du erstmal bei uns bleiben. Wir haben meistens was zu essen und ein ziemlich gutes Versteck. Gern, danke. Dann sind wir zu fünf. Das wird lustig. Na kommt. Er muss erst den Messertest bestehen. Gut. Aber der dritte Test ist kein Kinderkram mehr.
Schneller. Hey! Du hast mich geschubst! Komm! Hey! Auseinander! Du hast ihn gestoßen, Zoro. Hey, lass ihn doch. Lass mich los. Ganz ruhig. Ja. Tut's weh? Geht schon. Wie auch immer. Dann gehört er jetzt also nicht zur Bande. Er ist genauso gut wie du. Und wer zu uns gehört, bestimmt immer noch ich. Gib ihm die Hand. Na los. Bist du ein echter Auskoker. Und du holst uns was zu essen, klar? Ich hab mich wohl verhört. So viel Inkompetenz auf einem Haufen ist mir noch nie begegnet. Und wenn ich sage Inkompetenz, dann meine ich natürlich auch Impertinenz. Ihr wagt es, vor mich zu treten und zu erklären, dass ihr diesen Jungen und die rote Zora habt entkommen lassen? Wie seht ihr überhaupt aus? Nehmen Sie Haltung an! Wir wurden hinterhältig angegriffen. Ach, womit denn? Mit Backpulver? Zementbomben. Zementbomben. Ganz große Dinge. Ich will Fahndungserfolge! Ich will Fahndungsplakate! Ich will wieder gewählt werden! Papa, ich übe. Oh, mein Täubchen. Ihr bringt mir diesen Jungen und die rote Zora noch dazu. Kopf hoch. Das ist die Auskokenburg. Unsere Burg. Und niemand kommt hierher? Niemand, außer uns. Kommt weiter. Und wenn doch jemand kommt, holen wir durch den Geheimgang. Los, wer zuerst da ist. Hey, du hast ja Vorsprung. Ich krieg dich. Warte nur. Such dir einen Platz zum Schlafen und pack dir da ein bisschen Heu hin. Zora? Ja? Wer waren eigentlich die Auskoken? Na, die tapfersten Ritter und Seefahrer der ganzen Adria. Hey, schaut mal. Hähnchen. Woher hast du das? Von meinem Gorian. Gestohlen? Nein, ich hab's mir von meiner Schwanzin gekauft. Was glaubst du denn? Natürlich hab ich's gestohlen. Wir müssen es zurückbringen. Bist du nicht ganz dicht? Der alte Gorian ist ein armer Fischer. Der hat doch selbst kaum was. Und außerdem war er der Einzige, der mir auf dem Markt helfen wollte. Aber wir brauchen was zu essen. Hier, du rupfst es. Vergiss es! Hey, das kann ich doch machen. Ihr wollt tapferes Koken sein? Ihr seid eine Bande gemeiner Diebe, sonst nichts. Branko? Branko! Dann hau doch ab und friss Gras, du Klugscheißer! Lass mir von dir doch nicht ein schlechtes Gewissen einreden! Oh, der feine Herr ist beleidigt. Ich denke wohl, ist was Besseres, dieser Schnösel.
Mensch, wir sind auch nicht stolz darauf zu klauen. Aber ist doch besser als zu verhungern, oder? Jetzt komm. Du hast so den ganzen Tag noch nichts gegessen. Mann, das sind Kartoffeln, keine Hühner. Die sind auch garantiert nicht von Gorian. Die sind von Karaman. Das ist kein armes Schwein, das ist ein reiches Schwein. Also? Du bist echt komisch. Habe ich unten am Kai gefunden. Sein Vater hat ihn fast in einem Zuba ersoffen und dann rausgeworfen. Seitdem will er der stärkste Mann der Welt werden. Juro kam als letzter. Wo er herkommt, sagt er nicht, aber ich glaube, er ist aus dem Heim ausgerissen. Er liebt Tiere. Nico haben wir in Karamans Obstgarten erwischt, beim Äpfelklauen. Die wollten wir auch haben, also haben wir uns zusammengetan. Er träumt davon, einen Filmstar zu heiraten. Aber erstmal ist er morgen dran mit Essen klauen. Ich werde Geige. Noch so ein Träumer. Hast du keine Träume? Ich bin froh, wenn ich frei bin und wir nicht hungern müssen. Und du? Wo kommst du her? Gute Nacht. Oh, das Meer ist so schön, oh, das Meer ist so blau. Us gucken, seid immer bereit. Wenn ein Windstoß sich regt, wenn die Ebbe vergeht und der Adler auch über uns schreit. Dann zu Schiff, dann zu Schiff, Schiff und die See. Und wir stoßen vor Freude vom Land. Bravo, Ivo. Brav. Ich bin auch mal im Weg. Der Baum ist drauf, mich. Warum macht ihr das? Na, Steppe, du dummer Bauernbengel. Der Baum ist drauf, mich. Bitte. Das gehört nicht. Hey! Nico, was ist? Sie haben mich Stefan überfallen. Wer? Die können mir das. Holen wir uns. Vorwärts und gucken! Sie haben mein Geld. Wo sind Sie hin? Die einen da lang? Und der kleine Karaman mit dem Geld dahin. Hier, das haben sie dagelassen. Ihr müsst aufpassen, die ganze Stadt sucht euch. Nicht schlecht. Warum sollten wir Angst vor Zora und ihrer Bande haben? Die lassen sich von einem Mädchen rumkommen. Die dummen Schwächlinge. Du kleines Stück Dreck. Los, gib das Geld her. Da wird's bald. Das Geld gehört einem Stepan. Sie haben ihn überfallen und bestohlen. Was? Ist das wahr? Nein, das gehört mir. So? Erklär mir das nochmal. Ich bin nämlich nur ein dummer Schwächling. Gib es zurück. So, und nun lass die beiden laufen. Es reicht. Ihr habt das Geld, also lasst sie in Ruhe. Das ist mein Bruder. Siehst du nicht, dass er sich vor Angst schon in die Hosen macht? Zischer. Hier, habe ich ihn abgenommen. Alles drin. Danke. Wie hast du das gemacht? Sie waren zu dritt, aber ich habe sie fertig gemacht.
Toll! Und Branko? Wo ist Branko? Keine Ahnung. Na, aber ihr seid doch zusammen losgerannt. Wo hast du die Gymnasiasten gestellt? Da unten. Na los, komm! So, zum letzten Mal. Wo ist euer Versteck? Wo ist die rote Zora? Jungs, wäre ich zu gefährlich für euch. Die hat euch windelweich. Was wollt ihr überhaupt von ihr? Fünf gegen einen, ihr seid so feige. Hey, Slatterchen, das ist Männersache. Schnappt sie euch! Wieder mit den Gymnasiasten. Na los, komm, du Feigling! Pfeife! Und auf hinten! Komm, komm! Hör auf, die Formation! Hey, lass das! Hol doch meine Hand! Na los, du Feigling! Lass ihn in Ruhe! Danke. Komm, die Runde von mir! Richtig erwischt, wer? Los, weg hier, komm! Los, verzieht euch! Komm, verschwindet! Weg! Ein schönes Kopfgeld hätten sie für dich gekriegt. Aber wie hast du eigentlich deine Fesseln losbekommen? Das war Slata. Wer? Slata, das blonde Mädchen. Sie hat den Strick abgemacht. Aber ist doch die Tochter vom Bürgermeister Iveković. Das ist unsere Feindin. Du kannst ja nicht nach ihrem Vater beurteilen. Das ist nicht fair. Wir sollen uns bei ihr bedanken. Bei dieser Zicke? Nie. Wieso sagst du das? Sie hat uns geholfen. Sie hat mich befreit. Trotzdem spielt sie wunderbar Geige. Dann geh doch zu deiner Slata. Und hör auf, von der Geige zu träumen. Die kannst du dir eh nie leisten. Nee, wenn ich mit euch immer klauen gehe, bestimmt nicht. Ohne uns wärst du noch im Gefängnis, halb verhungert und halb totgeschlagen. Wo warst du denn die ganze Zeit? Die Gymnasiasten. Sie sind zu Karamans Anwesen gelaufen. Sehr gut. Vorwärts ist Koken. Jetzt gibt's Rache. Denn da, zeig mal. Ist ja gut. Ist ja gut. Ja, ganz ruhig. Mein Vater hat gesagt, wenn sie nochmal kommen sollten, hetzt er den Hund auf sie. Mein Vater hat gesagt, wenn sie nochmal kommen, sperrt er sie ins Gefängnis, super, die ganze Bande. Hallo, Besuch ist da. Na, ihr Schlappenkuchenfresser? Glotzt nicht so romantisch. Was haben wir denn da? Na, was ist? Wollt ihr mich nicht fangen? Na, wird's bald. Das Leben, Jus, gucken! Fangt sie! Wieder mit dem Gummler, das ist nicht hier kommen. Na, komm! Hinterher, hinterher! Na, kommt schon! Schneller! Na, los, komm! Villa!
Was hast du? Pavle. Pavle. Ja, der Messer. Der Schuft. Pavle. Wo ist Karaman? Aussehen. Im Grunde ist es nicht anders als in dem Film, wo Gary Cooper in einen Hinterhalt gerät und angeschossen wird. Und weißt du, wie es ausging? Richtig drauf, Pavla. Am Ende hat er alle Gegner abgeknallt. Und dann kam sie. Schön, sanft, mit Tränen in den Augen. Ich habe so auf dich gewartet. Musik. Verschwindet! Aus dem Weg! Na los! Oh, pass auf, dass sie nicht abhauen. Wieso? Das sind doch Karamanstiere. Die werden ihre Freiheit genießen. Thunfische kommen bald. Bis dahin muss ich Gorians Bucht haben. Er wird nie verkaufen. Niemals. Es sei denn, es bleibt ihm nichts anderes übrig. Und was machen Sie? Entschuldigen Sie. Eine Spende für die Schule. Danke, Karaman. Stimmt was nicht. Es stinkt. Verdammt, wer war das? Den mache ich fertig. So weit kommt's noch. Schönes Schlachtsieg! Fieber. Wir brauchen einen Arzt. Bist du verrückt? Er könnte uns verraten. Sonst stirbt er. Zum Geheimgang! Na los, schneller!
Komm jetzt! Vögel sind ausgeflogen. Lange kann es aber nicht her sein. Da ist doch noch Feuer. Wie haben die denn gewohnt? Ist das eklig. Na los, die anderen Räume durchsuchen. Sucht schon, ihr Deppen! Hopp, 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 hopp! Hier geht's raus. Ja, geschafft. Und jetzt? Wohin gehen wir jetzt? Es gibt nur einen, dem wir vertrauen können. Dem alten Gorian. Los, mach das Tor auf! Versteckt sie doch. Was habt ihr auf meinem Grund und Boden zu suchen? Immer mit der Ruhe, Alter. Wir suchen die Bande der roten Zora mit polizeilicher Genehmigung. Lassen Sie uns kurz nachschauen. Dann sind wir auch gleich wieder weg. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Los, durchsuchen. Schaut im Haus nach, auch auf dem Boden. Na, Alter? Guten Fang gehabt? Kommen wohl nicht, die Thunfische. Machen Sie sich keine Hoffnungen, Karaman. Ich verkaufe die Bucht nicht. Das werden wir ja sehen. Hier ist niemand. Los, weiter! Los, dann werden Sie in der Stadt sein. Was macht ihr hier? Ihr bringt mich in Teufels Küche. Meinem Freund geht's schlecht. Die Wunde hat sich entzündet, aber das kriegen wir mit den richtigen Ölen und Kräutern wieder hin. Woher können Sie das eigentlich? Mein Vater konnte es, sein Vater und dessen Vater. Hier war noch nie ein Arzt in der Bucht. Und die Gorians sind schon sehr lange hier. Oh. So, und wie stellt ihr euch das nun weiter vor? Ja, erstmal könnt ihr hier im Bootsschuppen schlafen. Wir können Ihnen bei der Arbeit helfen. Keine leichte Arbeit. Aber wenn ihr wollt, gern. Ich gehe erst mal unsere Sachen holen. Zoro hat nämlich einen Falken. Kann der auch kommen? Oh, warte! Ich komme auch mit. Ich brauche noch meine Bilder. Halt! Hier werfen wir die Netze aus. Es war eine gute Idee, zu Gorian zu gehen. Ich bin froh, dass du da bist. Aber was machen wir, wenn es Pavlo besser geht? Wir suchen uns ein neues Versteck. Wir werden schon was finden. Wie lange soll das noch so weitergehen? Stehlen, wegrennen, verstecken. Du bist ja bald nicht mehr dabei. Ich meine, wenn dein Vater kommt, der große Geiger, dann... Wo ist eigentlich deine Mutter? Sie ist tot, oder? Sie ist gestorben.
Dämpfen in der Fabrik haben sie umgebracht. Es tut mir leid. Meine Mutter ist auch gestorben. Sehnsucht nach zu Hause. Ich komme von den Inseln, Osten. Und warum seid ihr dort weg? Wegen der Blutrache. Eines Nachts hat mich meine Mutter geweckt und gesagt, dass wir fliehen müssen. Weil sie meinen Vater und alle meine Brüder erschlagen haben. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Hey, ihr Schlafmütze, haltet das Netz drauf! Na, das ist ja wieder wunderbar. Die Obrigkeit schläft und wir zwei Volltrottel, wir sitzen hier und halten Wache. Dabei ist es doch klar, dass die Kinder schon über alle Berge sind. Meinst du, Iveković feuert uns, wenn wir einfach so weggehen? Dann soll er doch mal sehen, wo er so zwei züchtige, mutige Gendarmen wie uns bekommt. Ja, soll er mal sehen. La 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 la. Sind sie verrückt? Warum machen die das? Wo bist du? Ivo! Feuer Falke. Das Meer ist so blau. Aus Gurken seid immer bereit. Wenn ein Windstoß sich regt, wenn die Ebbe vergeht und der Adler hoch über uns schreit. Dann zu Schiff und die Segel gerafft und wir stoßen voll Freude vom Land. Kommen Feinde daher über Land oder Meer, wir nehmen das Schwert in die Hand. Nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Den Fisch habt ihr euch redlich verdient. Und so macht Fischen Spaß. Ich schwimme vorbei und zack ins Netz. Ja, leider schwimmen nicht genug vorbei und zack ins Netz. Aber ihr könnt mir noch mehr helfen. Jetzt ist nämlich Thunfischzeit. Nur in diesem Jahr sind sie spät dran. Aber wenn sie kommen, dann muss man im rechten Augenblick das Netz zuziehen und dann sind sie in der Falle. Da oben ist der Ausguck. Der müsste eigentlich Tag und Nacht besetzt sein. Das können wir doch machen. Ja, wir können uns ablösen. Ja, das wäre wirklich eine große Hilfe. Und was ist, wenn die Thunfische nicht kommen? Ja, dann bin ich pleite. Man muss die Bucht verkaufen. Darauf wartet Karaman doch nur. Wir müssen Gorian unbedingt helfen. Und mit Karaman haben wir sowieso noch ein Hühnchen zu rupfen. Das Schwein hat uns aus der Burg vertrieben.
Raus, gib mir mal. Ich! Jetzt gib schon! Mann, ich will! Du musst nicht immer der Erste sein. Hört auf! Mann. Immer bin ich der Letzte. Pass auf, dass hier keiner anfängt. Ich bestimme, wer hier was macht. Also, Juro fängt an. 2 Stunden, dann kommt Nico zur Ablösung. Aber auch auf... Branko! Was? Wir müssen überlegen, wie wir uns an Karaman rächen können. Du kannst doch schreiben, oder? Du nicht? Nee. Was hast du vor? Du wirst schon sehen. Branko, schreib mal. Karaman ist ein reiches Schwein. So doch nicht. Gut, dann schreib, dass deine Fische stinken. Stinken die? Sie werden stinken, wart's ab. Zeigen Sie mal her. Nein. Gorian, du kannst deine Fische hier nicht mehr einfach so verkaufen. Was soll das, Begovic? Ich verkaufe hier Fische, seit ich denken kann. Du brauchst für deinen Stand eine Lizenz. Beantragbar 1 Jahr im Voraus. Wenn du diese Woche noch einen Antrag stellst, hättest du fürs nächste Jahr noch eine Chance. So, das nächste Jahr. Was ist mit diesem Jahr? Dieses Jahr darf nur noch Karamans Handel verkaufen. Weil er bald der Stadt gehören wird. Und das ist im Sinne des Gemeinwohls. Oh. Oh. Ich fühle mich für nichts. Geht. Karaman hat die Gewichte an seiner Waage gefälscht. Er soll Iveković bestochen haben? Wussten Sie das? Ja. Puh. Hier, ganz frisch gefangen. Ih, das riecht ja widerlich. Aus dem Weg. Ihre Fische stinken zum Himmel. Na, wenn hier was stinkt, dann sind es die Fische von Korea. Meine Fische sind frisch. Wenn Sie mal riechen wollen. We'll be right back.
guten Morgen. Entschuldigung, ich tu dir nichts. Ich habe keine Angst vor dir. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du mir geholfen hast. Ich weiß, dass mein Bruder und seine Freunde ziemliche Idioten sein können. Aber dass ihr die Tiere von Karaman freigelassen habt, das finde ich schlimm. Das war keine Absicht. Lebt ihr wirklich ganz alleine? Ja. Und sagt niemand, was sie zu tun und zu lassen haben. Und ich darf nicht mal studieren. Was willst du überhaupt von mir? Würdest du mir das Geigespielen beibringen? Branko Babic. Ich will diesen was? Namen heute zum ersten und zum letzten Male gehört. Nein, das geht nicht. Jawohl. Bitte. Ich will unbedingt Geige spielen, wie mein Vater. Du musst jetzt gehen. Schnell. Bitte, sag ja. Geh endlich. Sag ja, bitte. Ich hab was für dich. Ich übe immer morgens. Ein Täubchen. Hallo, Vater. Habe ich dir vom Markt mitgebracht. Danke. Warum riecht der so nach Fisch? Der riecht nach Fisch? Findest du? Hübsche. Wo warst du? Meine Sache. Gar nicht deine Sache. Ich habe deine Wache übernommen. Was hättest du gemacht, wenn die Thunfische aufgetaucht wären? Zora! Zora! Was? Guck mal! Oh mein Gott. Die Thunfische! Die sind da! Die Fische sind da! Los! An die Netze! An die Netze! Kommt her! Los! Die kommen! Da! An die Netze! Was machst du denn da? Was ist? Ich,
Ich wollte dir nur etwas geben. Habe ich für dich gemacht. Das ist ja schön. Danke. Hebst du es auf, bis wir ein neues Quartier gefunden haben? Da hängen wir es an die Wand und dann können es alle sehen. Was machst du denn da? Ich bastel eine Kette. Die sieht aber schön aus. Hat bestimmt lange gedauert. Was ist los, Gorian? Gibt es keine guten Preise für die Fische? Schlimmer. Schwester ist gar nicht los. Es gibt doch hier überall Fabriken für Fischkonserven. Die brauchen doch Massen an Fisch. Karaman hat allen gedroht, wenn sie von mir Fisch kaufen, wird er sie nicht mehr beliefern. Der will mich wirklich ruinieren. Nicht mehr lange und die fressen sich gegenseitig auf. Tja, Kinder, sieht so aus, als würde Karaman doch noch gewinnen. Das war schön. Was ist das für eine Melodie? Ach, nichts Besonderes. Für die Stunde. Entschuldigung. Dankeschön. Halt sie mal. Nicht schlecht. Wirklich. So, jetzt die Hand. Halte den Bogen ganz leicht. Und die Hand bildet eine Glocke. Gut. Und hier auf die Seite drücken. Fester. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich meinen ersten sauberen Ton hingekriegt habe? Darf ich dich um noch etwas bitten? Ich möchte herausfinden, wann mein Vater mit seiner Kapelle im Hotel gespielt hat. Und ob er dort öfters hinkommt. Du erwartest ganz schön viel von mir. Gorian, was machst du jetzt eigentlich mit den ganzen Fischen? Gehe von Haus zu Haus und versuche, so viel wie möglich zu verkaufen. Ich hoffe, dass ich Glück dabei habe. Mal sehen. Wo warst du? Bei Slater war er. Hast du mir nachspioniert? Hey, lass Zora in Ruhe. Spinnst du dahin zu gehen? Aber sie bringt mir Geige spielen bei. Die ganze Stadt sucht nach uns. Was macht der Herr? Lernt Geige spielen. Damit bringst du uns alle in Gefahr. Sie hat recht. Du darfst da nicht mehr hingehen. Was magst du eigentlich an ihr? Sie hält es im Freien noch nicht mal eine Woche aus. Ja, das muss sie auch nicht. Versteckt euch, schnell! Los, kommt! Yeah.
Was wollen Sie denn hier, Karaman? Guten Tag, werter Gorian. In der Stadt geht das Gerücht, Sie haben einen schönen Fang gemacht. Und? Ich biete Ihnen einen guten Preis. Wenn ich Ihnen gleichzeitig die Fangrechte an meiner Bucht verkaufe. So ist es. Sie kennen meine Antwort. Du wirst an der ganzen Küste niemanden finden, der dir deinen Fang abnimmt, Alter. Ich bin als freier Fischer geboren und werde als freier Fischer sterben. Sie bekommen meine Bucht niemals. Treib es nicht so bunt, Alter. Ich kaufe dir deine Fische nur im Zusammenhang mit den Rechten ab. In 2 Wochen haben sie sich selber aufgefressen, hast du gar nichts mehr von deinem Fang. Deswegen lasse ich sie jetzt lieber frei. Bist du wahnsinnig? Mach keinen Blödsinn! Der Fang ist ein Vermögen wert. Ich weiß. Das meiste werden Sie dran verdienen. Du bist doch irre! Nein, nicht! Also? €1,20 das Kilo. Als freier Fischer habe ich ihm €1,30 bekommen. 1,30. 1,40. Na schön. 1,30. Das nächste Mal hast du das Glück nicht, Alter. Da gehört die Bucht mir. Das werden wir ja sehen. Der größte Fisch, den hebst du mir für den Bürgermeister auf. Bekommt er als Geschenk. Leo! Leo, komm her, komm her. Wo kommst du hierher? Komm hierher. Komm her. Wo warst du denn? Was? Du sollst doch gehorchen, hab ich gesagt. Kommst du her? Kommst du her jetzt, Mensch? Jetzt reicht's mir. Ein Hund, der nicht gehorcht hat, sein Fressen nicht verdient. Was ist los? Was? Was? Da! Jetzt kriegst du deine Medizin. Fälle des Ivan Babic, ja, die tritt hier regelmäßig bei uns auf. Aber Babic ist nicht mehr dabei. Wissen Sie, warum nicht? Babic ist mit dem Geld der Kapelle durchgebrannt. Spielschulden, Frauengeschichten, das Übliche. Ach, ich verstehe. Das Übliche. Unser Gewinn. Unser? Natürlich. Freie Fischer teilen den Fang und ihren Gewinn. Jeder bekommt den gleichen Teil. Aber gib nicht alles gleich aus. Ich trinke auf meine großartigen Helfer. Auf die Skurken! Auf die Skurken! Und das Meer ist so schön und das Meer ist so blau. Was gucken bei den Marmeleien. Wenn ein Wind sturm sich trägt, wenn die Elbe vergeht und der Hahn auch rüber und schreit. Und die Segel gerafft und wir stoßen von Freude vom Land. Kommen Feinde daher über Land oder Meer, wir nehmen das Schwert in die Hallo, junger Herr. Kennen wir uns?
Wie siehst du denn aus? Ich bin gekauft. Gefällt's dir? Weiß nicht. Ich erkenne dich gar nicht wieder, aber wenn's dir gefällt. Wieder zu Slater. Was? Dieser Verräter. Woher willst du das wissen? Diesmal kommt er nicht davon. Komm zurück! Hey, was machst du denn hier? Hab dich gesehen. Dachte, ich sag mal guten Tag. Guten Tag. Was willst du eigentlich studieren? Gesang. Ja, ich will Sängerin werden. Schön. Dann können wir ja zusammen auftreten. Meinst du? Du singst und ich begleite dich auf der Geige. Hast du was über meinen Vater herausreden können? Nein, tut mir leid. Hilfe!
Danke. Ich gehe schwer. Hey, guck mal her, helf mir! Den soll der Bürgermeister kriegen, aber der hat ihn gar nicht verdient. Dem sollte man lieber einen toten Hund schenken. Einen toten Hund? Ja, in dieser Gegend gibt es diesen Brauch. Wenn in der Stadt was faul ist, dann schenkt man dem Bürgermeister einen toten Hund. Hast du die gleiche Idee? Liebe Bürger dieser Stadt, liebe fleißiger Fischer, ehrenwerter Herr Bürgermeister, dieses schöne Fischerfest darf nicht stattfinden, ohne dass ich Ihnen den größten Fisch schenken darf, den ich in dieser Saison gefangen habe. Den Fisch bitte. Herr Iveković, die Stadt verdankt Ihr Wohl Ihrer klugen Gesetzgebung und Ihrem Fleiß. Und bei der Wahl in 2 Wochen werden wir uns sicher alle dessen dankbar erinnern. Das ist doch der Hund von Karaman. Ein toter Hund? Ein altes Sprichwort sagt, wenn der Bürgermeister einen toten Hund bekommt, ist was faul in der Stadt. Genau, den hat er verdient. Was für ein schöner Fang, Iveković. Wessen Hund ist das? Nimm das Tier weg! Wer war das? Musik, Musik! Gorian, wie kommt der Hund hierher? Ich will's von dir hören. Von dir. Habt ihr den Hund auf die Trage gelegt oder nicht?
Sag einfach ja oder nein. Ja oder nein. Ja. Wie konntest du? Du hast uns zum Gespött der ganzen Stadt gemacht. Mein Vater und mich. Nein, mit dir hat das gar nichts zu tun. Du bist anders als er. Da täuschst du dich gewaltig. Ich bin anders als du. Ich weiß, was Anstand ist. Und ich habe einen Vater, der sich um mich kümmert. Um mich und um andere. Was willst du damit sagen? Ich habe sehr wohl was über deinen Vater herausbekommen. Dass er ein Spieler und Trinker ist. Und ein Dieb ist er auch. Genau wie du. Er ist mit dem Geld seiner Kapelle durchgebrannt. Abgehauen. Wegen Spielschulden und Frauengeschichten. Wer sagt sowas? Woher hast du das? Vom Hotel, wo er gespielt hat. Den kannst du vergessen. Niemand weiß, wo er ist. Das ist nicht wahr. Doch. Und du bist genau wie er. Verantwortungslos. Ein Nichtsnutz. Schützen muss man die Leute vor dir und deiner Bande. Slatter, mach doch die Augen auf. Kriegst doch gar nicht mit, was da draußen passiert. Danke, ich habe genug gesehen. Ich habe mich lang genug täuschen lassen. Bist du wohl nicht die Einzige. Was willst du damit sagen? Dass ich mich in dir getäuscht habe. So? Ja. Dann adieu, Branko Babic. Mach auf! Ich bin so ein Idiot. Zora! Hey Leute, das ist doch die rote Zora. Ich werd verrückt. Haltet sie! Jetzt haben sie das Glas. Sie hatten Glas. Aber ich hab sie zuerst entdeckt. Nein, ich hab sie zuerst entdeckt. Was hast du vor? Er hat uns verraten. Er ist kein Uskoke mehr. Zora, bitte. Zora! Hm? Ich bin die rote Zora. Nimm mich fest. Ich will eine Anzeige machen. Ich weiß, wer den Fisch gegen den Hund ausgetauscht hat. Branko Babic war's. Er hat es selbst zugegeben. Und er war noch stolz auf seine Tat. Verhaften Sie Branko Babic. Er ist und bleibt ein Uskoke und wird deshalb immer gegen uns sein. Holen Sie ihn ab. Ich habe ihn eingesperrt. Mein Gott, was mache ich hier? Wo ist er denn? Kommen Sie mit. Und wo ist verdammt nochmal die rote Zora? Heulst du etwa? Nein, ich ärgere mich. Na komm. Keiner. Dann muss er zum Fenster rausgegangen sein. Hier kann man mal rein. Beeilt euch, vielleicht klettert er gerade wieder runter. Einer von euch schaut mal da vorne nach. Na los! Hier ist er nicht. Hab ich dir schon mal gesagt. Ich auch nicht. Dann lass uns mal unten suchen. Dass du das mutigste Mädchen bist, das ich kenne. Nein. Ich will es dir glauben. Und das? Habt ihr
Mensch bist, dem ich am meisten vertraue. Nein, ich will's dir glauben. Und dass du sehr schön bist. Sollst du mir glauben? Ich dachte, du hast uns verraten. Du bist vielleicht komisch. Niemals würde ich dich verraten. Ah! Im Namen des Gesetzes, ihr seid verhaftet. Und die anderen, die kriegen wir auch noch. Kein Tag verging, ohne dass die Bande nicht gestohlen hätte. Unschuldige Kinder wurden verprügelt, harmlose Tiere gequält. Diese Verbrecher haben unsere Stadt tyrannisiert. Und dafür müssen sie ins Gefängnis. Das sind doch noch Kinder. Genau. Meine lieben Mitbürger, da kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Jeder Verbrecher war einmal ein Kind. Und du, Gorian. Du hast ihnen geholfen. Du hast dich zu einem Mittäter gemacht. Und dafür musst auch du ins Gefängnis. Du willst doch nicht bestreiten, dass du ihnen geholfen hast. Nein, ich bestreite das nicht. Na bitte. Meine lieben Mitbürger, der Stadtrat wird jetzt ein Urteil fällen. Meine Herren, was ist die gerechte Strafe für die Bande der Roten Zora und für Gorian? Reichen 3 Jahre aus? Ein Moment, Moment, Moment. Ja, ich habe ihnen geholfen. Und ja, die Kinder haben gestohlen. Und nicht zu wenig, Alter, nicht zu wenig. Aber wir sollen uns nicht dauernd fragen, was sie gestohlen haben, sondern warum. Diese Kinder haben aus purer Not gestohlen. Sie hatten ja ein Dach über dem Kopf und nichts zu essen. Was hätten sie denn machen sollen? Sie waren doch gezwungen zu stehlen, um zu überleben. Und eine Gesellschaft, die Kinder in ihrer Mitte hungern lässt, gehört erst mal selbst auf die Anklagebank. Recht hat er. Das ist doch lächerlich. Am Ende ist die ganze Stadt schuld. Die Bande gehört ins Gefängnis. Lasst sie laufen. Ja, lasst sie frei. Meine lieben Mitbürger, die Stadträte schreiten zur Abstimmung. Meine Herren, wer für Gefängnis ist, der hebe die Hand. Wer ist dagegen? Unentschieden. Deine Stimme entscheidet, Iveković. Die Hand hoch. Na los, die Hand. Ich sage euch, die Kinder sind unschuldig. Sie brauchen nur jemand, der sich um sie kümmert. Sie brauchen ein Zuhause, eine Familie. Keiner wird sich eine solch dreckige Laus in den Pelz setzen. Doch, ich. Wer noch? Diese Kinder sind hungrig, aber nicht faul. Sie werden euch helfen, wie sie mir geholfen haben. Ja, wie hätte ich denn den ganzen Schwarm Thunfische fangen können? Na? So eine Hilfe kann ich auch brauchen. Papalapap! Sie werden dich hinterrücks bestehlen! Ich brauche auch einen kräftigen Burschen. Sei vernünftig, Bäcker! Nimm die Hand runter! Wer von euch mag Tiere? So, die anderen? Na? Ja. So eine Unverfrorenheit. Falsche Bande. Das ist nicht mehr meine Stadt. Sohn, Frau, wir gehen. Das ist nicht meine Stadt. Ihr werdet von mir hören. Wenn wir hören, werdet ihr. Liebe Freunde, hiermit sind die Kinder freigesprochen. Thank you.
Jetzt macht mal Feierabend. Hast du nicht noch was zu tun für uns? Nein, nein, ich hab nichts mehr. Aber ich hab was. Na, mach schon auf. Wo hast du die her? Die aus Koken haben ihr Fanggeld zusammengelegt. Und du? Ein Gesetzbuch? Ja, ich will Richterin werden. Aber du kannst ja nicht mal lesen. Lerne ich einfach, glaubst du nicht? Doch. Da seid ihr. Wie geht's? Hey. Hey, hab euch schon vermisst. Hey, und? Hey, hier, ja, hier, ja, her. Ja, Mann. Und versprich mir ein bisschen zu üben. Bis bald. Tschüss, Papa. Ja, mein Täubchen. Wen haben wir denn da? Mensch, das ist doch die Gelegenheit. Meint ihr wirklich, das können wir tun? Oh, der macht mich noch wahnsinnig. Kommt! Auf drei! Eins, zwei, drei! Los! Die Straßen sind leer, es gibt kein Gestern mehr, das uns nicht wahr.